Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wildwings nach der Partie gegen die Crystal Adams aus Wolfsburg. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Pavel Groß von den Wolfsburgern und zu meiner Linken unser Coach Dave Chambers. Zuerst die anderen Ergebnisse, Iserlohn Nürnberg 3-4 nach Penaltyschießen, München gewinnt gegen Hamburg mit 3-2 nach Verlängerung. Die DEG unterliegt Krefeld mit 4-5 in der regulären Spielzeit, Augsburg-Ingolstadt 6-7 und Straubing gewinnt gegen Berlin mit 3-2. Kommen wir zur heutigen Partie. Pavel Groß, Glückwunsch zum Sieg hier in Schwenningen und einen Kommentar bitte. Ja, danke und guten Abend. Die Bedingungen für beide Mannschaften waren natürlich nicht ideal. Aufgrund der etlichen Sperren hier waren die Lineups ein bisschen kurz hier oder nicht vollständig in Schwenningen, genauso wie bei uns. Bei uns hat sich noch der Diesel kurzfristig eigentlich abgemeldet. So, dass das eigentlich über die weite Strecken eigentlich ein Spiel drei Reihen gegen drei Reihen eigentlich war. Wir haben ab und zu die vierte Reihe mit einem zusätzlichen Mittelstürmer noch reingesetzt. Wir kamen hier und wir wussten natürlich, das ist eine Situation, die wir schon letzte Woche in Straubing hatten. Man spielt gegen eine Mannschaft, die schon weiß, es geht um gar nichts. Die weiß, am 1. März ist die Saison vorbei und manchmal ist es auch richtig gefährlich und wir waren nicht so richtig bereit letzte Woche in Straubing. Und das haben wir, glaube ich, auch diese Woche besser gemacht. Daraus haben wir auch gelernt. Wir waren auch bereit. Wir waren, glaube ich, auch läuferisch gut unterwegs und die ersten 20 Minuten auch dominiert. Dann kamen die Schwenninger nach, die sind ein bisschen stärker geworden und war ein, zwei gute Saves von Felix auch im Tor. Letztendlich, glaube ich, war das für die Zuschauer natürlich kein wunderschönes Spiel, das war mehr so Arbeitssieg, aber das wollten wir. Nur durch die Arbeit wollten wir uns natürlich verbessern und zurückkommen und uns natürlich noch die Chance geben für die Playoffs. Das wissen wir, das ist nur der Weg. Und defensiv Kompliment an die Mannschaft. Wir haben heute kein Breakaway, keine 2-1, keine 3-2 Situation abgegeben. Wir haben solide defensiv gespielt und so müssen wir weitermachen. Viel Glück, viel Spaß weiter für die Schwenninger. Dankeschön, Pavel Groß. Dave, your comment tonight, please. Congratulations, Pavel, on the win. Wolfsburg, a very good team. We were missing six regular players tonight, I thought we played well defensively, but 5-on-3 was our big opportunity to score, and we didn't really. We're missing Sasha, obviously, in the point for that. Same problem as we couldn't score. But I thought defensively we played well. And we had a couple of young players, Jona Heinz and Steve Billich played, and I thought they played well. And we only played with three lines, which is all we had. So, Okay, ich darf es ganz kurz zusammenfassen. Ihr sagt natürlich Glückwunsch an Wolfsburg zum Sieg. Sie haben eine gute Mannschaft. Für uns war es natürlich schwierig, weil sechs Spieler heute Abend gefehlt haben. Wir sind eigentlich gut in der Defensive gestanden, aber vor allem das 5-3 haben wir nicht gut gespielt. Da hat uns auch Sascha Gotsch schmerzlich vermisst. Aber die Jungen, muss er sagen, haben einen guten Job heute Abend gemacht. Soweit sein Kommentar oder die Kommentare der beiden Trainer. Gibt's Fragen heute von Seiten der Presse? Herr Bundesmann, ganz kurz vielleicht das Mikrofon erstmal nach hinten, dann der Wittmann. Ja, kurze Frage an Dave. Jetzt ist der letzte Platz leider Wirklichkeit. Ob ihm das traurig macht oder ist nur eine Momentaufnahme? Question was, if you're sad about the last place you have tonight. Am I sad about last place? Yeah, I'm sad about last place. For sure I'm sad about last place. Jesus Christ, do you think I'm happy to be in last place? Herr Wittmann? Auch vielleicht das Mikrofon nach vorne. Herr Groß, sehr souveränes erstes Drittel Ihrer Mannschaft. Warum ist da ein bisschen der Faden dann gerissen? Also die Aufbaupässe kamen dann auch nicht mehr so gut. Es war irgendwie wie abgeschnitten. Wie ist sowas möglich? Ja, Eishockey, es ist immer ein Spiel, wo zwei Mannschaften natürlich was machen wollen. Ich glaube, im zweiten Drittel kamen die Schwenningener auch besser ins Spiel und sie sind ein bisschen mehr gelaufen. Wir waren nicht mehr so gut eigentlich in der neutralen Zone. Dementsprechend kamen die Schwenningener eigentlich mehr an den Vorcheck
Und wir waren manchmal ein bisschen hektisch mit den Pässen. Es ist normal, es ist eine ganz normale Entwicklung, wenn du ein paar Spiele verloren hast. Wir haben 8 von den 10 Listen eigentlich verloren. Das merkt man nach wie vor. Und wenn da ein bisschen Druck ist, wenn da ein bisschen so eine Situation 50-50 ist, dann verlieren die Jungs manchmal noch ein bisschen diese Geduld oder die Ruhe. Schmeißen wir die Scheibe ein bisschen eigentlich dann aus dem Schläger weg und kommen wir aus dem Drittel nicht mehr raus. Also man muss ein bisschen Ruhe bewahren. Aber es, wie gesagt, sind immer 2 Mannschaften. Wir waren gut unterwegs im ersten Drittel. Im zweiten Drittel waren die Schwenninger ein bisschen besser. Aber nochmal, es ist wichtig, auch wenn wir die besser nicht gehabt haben, dass wir auch keine großen Chancen zugelassen haben. Weitere Fragen? Herr Feist? Gibt es Fortschritte in dem Bemühen, einen ausländischen Stürmer zu verpflichten bis zum nächsten Wochenende? Übernächsten? Ja, well, the ownership said we're getting an import. So, I'm waiting for the import. They did say that. They said we would have an import. So we have to have the import by the end of January. January 31st, last time. So I haven't heard, the two owners weren't here tonight, so I don't know. But anyway, they did say we'd get an extra import because Rome is out for 7 games. So he's our top scorer. So and you're only paying somebody for a month. So we're waiting. I don't have any names or anything, but that's for the management, I guess, to tell us about which names. Weitere Fragen? Alles soweit beantwortet, dann darf ich Pavel Groß und seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen. Viel Glück für die weitere Saison. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag in einer Woche zum Heimspiel gegen Iserlohn. Los geht's um 16:30 Uhr. Alle einen schönen Abend zusammen. Danke.